Wendepunkte. Herzlich willkommen bei unserer neuen Sendereihe Wendepunkte. Wir unterhalten uns mit Menschen, die seit Corona etwas gänzlich Neues angefangen haben oder ihr Leben ordentlich umgekrempelt haben. Und ich habe heute das Vergnügen, mich mit Michelle zu unterhalten. Hallo. Ja, hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Michelle. Ich habe die letzten Jahre bei Berlin gelebt, in Brandenburg. Ich hatte einen Job als mehr oder weniger Arzthelferin und Rezeptionistin in einer Arztpraxis. Meine Chefin war meine eigene große Schwester. Und dann fing ja diese Krise an, die wir ja alle sehr intensiv erlebt haben und die auch nicht zu Ende ist. Und dann gab es so die ein oder andere schwierige Diskussion, obwohl ich mich eigentlich beruflich sehr zurückgehalten habe, weil ich auch sage, gut, es ist nicht mein Laden, ich halte mich da raus, hat sie mich dann tatsächlich im März gefeuert, so kann man es schon sagen. Was war der konkrete Grund dafür? Es hat sich einfach so von schlichten Diskussionen über unseren Gesundheitsminister, über das, was im Moment läuft mit diesen neuen Substanzen, die die Menschen einnehmen sollen und so weiter, hat sich das hochgesteigert, natürlich auch gemischt mit Dingen, die in der Familie früher schon vorgefallen sind, also gewisse toxische Dinge. Und ich denke, vielleicht hat sie mich dann auch einfach als Risiko gesehen, weil sie vielleicht befürchtet hat, dass ich nicht loyal bin und vielleicht die Patienten in eine falsche Richtung manipulieren würde oder mit denen Gespräche führen, die ihr nicht gefallen, was aber nicht stattgefunden hat, weil ich grundsätzlich loyal bin. Sie hat auch selber eben nicht diesen Stoff vergeben an die Menschen. Aber trotzdem ging das dann auch schon so Richtung Kontrolle, dass sie meine WhatsApp-Profilbilder kontrolliert hat, wo ich dann eben auch manchmal Satirebilder drauf hatte, wo Herr Lauterbach ein bisschen hochgenommen wird. Und da gab es dann eben auch die Diskussion, dass ich mich nicht kontrollieren lasse und dass mein WhatsApp meine private Angelegenheit ist und so weiter. Ich hatte schon länger den Traum, mal eine richtig lange Fahrradtour zu machen, das heißt, wo ich nicht umdrehen muss und wieder nach Hause fahren. Und ich stand ja dann plötzlich da ohne Arbeit und das Arbeitsamt fing an, mich zu belästigen und ich sehe mich eigentlich nicht als Arzthelferin. Ich habe als Chefarztsekretärin vorher gearbeitet und jetzt fing das aber an, dass das Arbeitsamt mich ständig irgendwelche bescheuerten Arzthelferin-Jobs schickte und ich wusste schon, dass das nicht funktionieren wird, wenn ich mich bewerbe und sage, ich gehöre zu denjenigen, die diese Substanz nicht eingenommen hat. Und ich hatte auch keine Lust auf dieses ganze Theater schon wieder. Und dann habe ich also erstmal eine ziemliche Krise gehabt, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und habe dann zufällig bin auf YouTube auf ein paar Videos gestoßen von Fahrradfahrern, die um die ganze Welt fahren. Habe mich dann so ein bisschen durchgewurstelt. Dann habe ich beschlossen, okay, packst du dein Zeug und fährst nach Portugal. Du bist auch mit dem Ziel losgefahren, dort zu leben. Ja, also ich bin praktisch per Fahrrad ausgewandert. Das war auch so geplant dann. Manchmal weiß man das ja. Das ist jetzt genau das Richtige und ich mache das. Also ich habe dann einen LKW organisiert, der diese Strecke Portugal-Deutschland, Deutschland-Portugal zweimal im Monat fährt. Habe meine ganzen Sachen da praktisch aufgeladen. Die sind dann untergebracht worden in einem professionellen Lager in Lissabon, ja, und habe dann für mich selber halt das Equipment gekauft, ein Zelt und das Nötigste gepackt, möglichst minimalistisch und bin dann am 2. Mai losgefahren und bin dann praktisch, also von Saarbrücken sind es ungefähr 10, 12 Kilometer nach Frankreich und bin dann dort gestartet. Und wie lange warst du unterwegs und was waren so deine kolossalsten Reiseerlebnisse? Also ich war genau unterwegs 3 Monate und 4 Tage. Es waren 3.200 Kilometer und ich habe über 50.000 Höhenmeter. Habe ich jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber es war eine ganze Menge. Und das Heftigste waren natürlich die Pyrenäen. Das endete dann darin, dass ich also stundenlang das Fahrrad nur geschoben habe. Das gab dann einen anständigen Muskelkater in den Armen. Ich hatte zwar gut trainiert vorher, aber die Arme nicht, weil man trainiert natürlich zu Hause mit Fahrrad ohne Gepäck. Mit Gepäck gestaltet sich das nochmal komplett anders. Und das war eigentlich schon so eine Grenzerfahrung. Also da hatte ich schon Sorge, dass ich irgendwo mitten im Wald mich niederlassen muss. Aber ich habe es dann doch geschafft.
Und ja, dann war Pamplona nochmal ein sehr schönes Erlebnis. Das hat meine ganzen Pläne umgeworfen. Ich wollte eigentlich durch die Mitte von Spanien runterfahren. Und als ich in Pamplona reinkam, riefen alle Leute, Buen Camino, Buen Camino. Und dann fiel mir ein, ja stimmt, hier ist ja auch dieser Camino de Compostela, also der Jakobsweg. Und dann habe ich mich erinnert, ich hatte das schon länger auch mal mit dem Gedanken gespielt, mal den Jakobsweg zu laufen. Und dann habe ich mir mal die Route angeguckt und habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Nimmst du den Camino noch mit? Und dann bin ich teilweise auf dem Camino, aber auch viel auf Straßen gefahren und bin halt auch in den Genuss gekommen, in Hostels zu übernachten. Und das war sehr, sehr schön. Man trifft einfach viele, viele nette Leute. Und obwohl ich alleine gefahren bin, ich habe mich also keine Sekunde alleine gefühlt. Also entweder man genießt das Fahren, man genießt die Natur und die Sonne. Oder man kommt eben an und trifft nette Leute. Es gibt auch Hostels, wo dann gemeinsam gekocht wird, gemeinsam gegessen. Aber da mir das so sehr geholfen hat und auch aus der Verzweiflung rausgekommen, aus diesem Zwang, mit einer Arbeit zu machen, die mir nicht gefällt, dieser gesellschaftliche Druck, dieses ausgegrenzt sein, schikaniert werden, beschimpft werden, das habe ich alles hinter mir lassen können, Kilometer für Kilometer. Und was ich auch ganz wichtig finde, noch zu sagen, weil viele Leute denken, man braucht viel Geld, um auszuwandern. Nein, braucht man nicht. Ja, dadurch, dass ich meine Wohnung aufgegeben habe und auch noch keine neue hatte, war praktisch obdachlos. Also der einzige Schlüssel, den ich hatte, habe ich irgendwann bemerkt unterwegs, das war mein Fahrradschlüssel. Ich habe nicht mehr Geld gebraucht, als wäre ich zu Hause in Deutschland vergammelt. Ja, ich habe genau dasselbe Geld gebraucht wie sonst auch. Das waren 1.200 € im Monat. Inklusive Fahrradreparaturen und ab und zu auch mal in ein Airbnb-Apartment gehen. Nachdem du dann angekommen bist, du hast gesagt, du bist nach Lissabon gefahren. Wie hat sich dann dein Leben gestaltet? Was hattest du für Pläne? Was hast du in Angriff genommen dann? Ach so, ja, ich habe schon vorher auf LinkedIn ein Profil erstellt mit meinem Lebenslauf, mit einem guten Foto. Das kann ich nur jedem empfehlen, der das machen möchte. Ich habe extrem viele Angebote bekommen. Hauptsächlich für den Kundenservice. Also als Deutschsprachige im Kundenservice. Viele Firmen lagern praktisch ihren Kundenservice nach Portugal aus, weil sie hier niedrigere Löhne bezahlen. Und dann hat man natürlich die Chance, mit der deutschen Sprache hier auch Arbeit zu bekommen. Und ich hatte also teilweise Vorstellungsgespräche, da war ich mitten in der Meseta, also mitten auf in der Hochebene in Spanien. Und habe dann da auch per Zoom oder per Telefon mit den Leuten kommuniziert. Und das hat natürlich unheimlich Spaß gemacht. Also 2 Wochen, nachdem ich angekommen war in Lissabon, hatte ich eine neue Stelle. Im Kundenservice. Das ist ein britisches Telekommunikationsunternehmen für große Firmen. Und ich bin praktisch die Übersetzerin zwischen den deutschen Kunden und den Technikern, die zum Teil in London oder in Indien sitzen. Und Ja. bist du sonst schon gut angekommen? Hast du Bekanntschaften geschlossen oder wie ist so die Lage? Also das dauert natürlich ein bisschen, da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Ich habe mich einer Fahrradgruppe angeschlossen, mit denen fahre ich jetzt jedes Wochenende. Und ich habe mich über Meetup, das ist so eine App, wo man eben auch Menschen treffen kann, einer Expat-Gruppe 50 plus angeschlossen. Ich habe meine Probezeit jetzt bestanden, ich bin jetzt fest angestellt und das Einzige, was ich noch brauche, ist eine Wohnung. Ich bin im Moment in Untermiete. Das kriegst du auch noch hin. Ja, also. Man wird ja auch positiv, wenn man merkt, dass einem so ein etwas waghalsiger Plan tatsächlich gelingt, und zwar auf ganzer Linie. Ich habe mich auch nicht verletzt. Das gibt natürlich Mut. Und diesen Ruck muss man sich einfach geben. Scheitern kann man immer noch. Also diese Angst kennt auch, dass man denkt, oh Gott, ich gehe in die Fremde und was wird nur? Dass man sich immer wieder sagt, man kann jederzeit zurück. Was möchtest du gerne den Hörern abschließend mitgeben? Mitgeben möchte ich, dass bevor man verzweifelt, dass man mal Bilanz zieht und sich überlegt, gibt es irgendwas, was ich immer in meinem Leben machen wollte, ja, und es dann einfach tun. Also natürlich sich vorbereiten, aber für mich ist eben auch so wichtig, das mitzuteilen, Leute, es geht auch mit wenig Geld. Das war eine Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Mitzer.